Moin Leute und herzlich willkommen zurück hier auf meinem Kanal. Danke, dass du da draußen wieder eingeschaltet hast. Und ja, heute geht's weiter mit der 5M-Reihe. Und zwar habe ich heute ein neues Auto für euch. Und zwar ein E-Auto. Und so sieht das Ganze dann auch mal von außen aus. Okay, jetzt mit Sonnenbrille natürlich ein bisschen. Jetzt fahren wir ihn noch mal kurz aus. Und ich würde sagen, wir kommen auch direkt zur Installation. Link wie immer unten in der Videobeschreibung, einfach runterladen und einmal auspacken. So, dann haben wir diesen Ordner hier und hier kopieren wir uns schon mal den Namen raus und ziehen dann diesen Ordner in den Resource Ordner. Ja, einfach hier in den Resource Ordner ziehen. Und wenn ihr es gemacht habt, dann sollte er auch drin sein. Und ja, kopieren uns den Namen und gehen in die Server CFG oder in eine extra CFG. Und müssen das Ganze hier nur noch starten, speichern und wiederum schließen. Jetzt nur noch den Server neu starten und ihr habt das Fahrzeug erfolgreich installiert. So, wenn wir den Spawnname herausfinden wollen, dann gehen wir einfach in den Stream-Ordner und können uns hier einfach so den vorderen Namen rauskopieren. Und dann mit /k, Leerzeichen und so dann den kopierten Namen einfügen. Und somit spawnt sich auch das Fahrzeug. Gut Leute, falls euch das Video soweit gefallen haben sollte, dann lasst doch wie immer einen Daumen nach oben da, kommentieren, abonnieren nicht vergessen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Haut da rein und ciao ciao. The fakeness, if you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and be